Hallo und herzlich willkommen hier bei Gamers Impro, Let's Impro, eurem News Letter. So genau haben wir uns da noch gar nicht irgendwelche Gedanken gemacht. Wir machen das einfach nur, weil wir drauf Bock haben. So. Ja, heute ist mal ausnahmsweise der Daniel dabei, der hat seinen Arsch mal in Bewegung gesetzt, sich vor den PC gesetzt und hat es tatsächlich geschafft, hier mit uns zur selben Zeit ins TS zu kommen. Daniel, sag doch mal was. Nee, ist wieder Standing öfter. Ovation im Sitzen. Standing Ovation im Sitzen. Ja, ist okay. Dann begrüßen wir unsere Zuschauer, die dich mittlerweile, glaube ich, nicht mehr kennen, weil du nie da bist. Nee, genau, also ich bin jetzt sehr, sehr lange weg gewesen und ich glaube, ich komme jetzt auch erstmal nicht mehr wieder, weil ich ja ab nächsten Monat weg bin. Sehen werdet oder hören werdet ihr mich noch bei unserem Left 4 Dead. Ja, und ansonsten... Warte, Trollmaster, jetzt musst du einfach mal böse nach rechts, nach links schauen, dann schaue ich böse nach links, weil, nach rechts, dann, weißt du, dann wirkt das so. Du musst jetzt nach links schauen, ich nach rechts. Ihr merkt schon, wir sind spontan, ja. Also, beim Videos zusammenstellen. Okay. Ich hab böse nach rechts geschaut. Böse nach links geschaut. Okay, schauen wir den Daniel dann böse an. Yo, krasser Effekt. Batum! Ja. Jedenfalls, was wolltest du sagen? Ja, wir haben jetzt gerade von Dead zu Ende aufgenommen. Daniel, du hast eine Sendepause. Ja, du hast Sendepause. Okay. Halt's mal. Also, wir haben jetzt gerade von Dead zu Ende aufgenommen. Damit sind wir durch. Und wir haben uns schon mal Neues rausgesucht. Dann könnt ihr euch mal überraschen lassen, dass wir dann anfangen, so in 3 Wochen, wenn wir alles hochgeladen haben von Left 4 Dead. Ist auf jeden Fall auch sehr creepy, auch Koop. Spielen wir auch wieder mit Daniel zusammen, müssen wir auch ganz schnell durchaufnehmen, bevor der weg ist. Ja, das sagen wir, noch nicht. Wie das Spiel heißt, weil sonst schaut sich ja gleich jeder irgendwo anders was an. Das wäre scheiße. Nee, auf jeden Fall sollen wir anfangen mit der ersten Info, die wir heute für euch haben. Die erste Info. DuckTales. Die erste. Remains. Die erste. Ja, dann mach du. Fang du an. DuckTales. Ja, mein Kindheitsspiel, du. Das ist ja, ich glaube, das ursprüngliche ist ja 1994 Habe ich gelesen und ich habe die Sendung geguckt. Das war ja genial. Es wurde auf jeden Fall, es gab ja damals ein Nintendo-Game. Ich habe es damals auf dem Gameboy gespielt, war dann schon 5 Jahre alt oder so. Genau. Ja, und jedenfalls kommt da jetzt eine remasterte Version von DuckTales auf den Markt. Und zwar am 13. August 2013 kommt es für den PC. Für die PlayStation 3, einen Tag später, also am 14. August 2013. Und jetzt seid gespannt. Für die Wii U und die Xbox 360 leider erst am 11. September. Boom. Da werde ich was Kleines für euch einbinden. Ja, und das wird halt so alles so schon 3D-mäßig, aber halt oldschool gemacht, so auf Retro wird das aussehen. Wird jetzt auch ein paar Bilder, glaube ich, mal einblenden, der gut aussieht, der das diesmal zusammenschnippelt. Ja, ist halt so ein Jump'n'Run, oder? Ist einfach so. Ja, also ich werde auch auf jeden Fall hier, werdet jetzt gleich sehen, im Vergleich das Spiel damals und das Spiel heute, also es ist auf jeden Fall ziemlich dran gerüttelt worden an der Grafik. Zwar nicht so sehr, dass es ja immer noch ein Retro-Game ist, aber es ist auf jeden Fall 3D, so 3D-Elemente mit eingebaut. Immer noch schön kitschig und farbenfroh, was mich natürlich sehr freut. Ich werde das bestimmt auch mal privat spielen. Ich weiß noch nicht, ob ich Let's Playen werde, aber auf jeden Fall. Also man muss sich vielleicht mal so ein bisschen vorstellen, dass Mario die falschen Pillen gefressen hat und einfach so zu einer Ente geworden ist. Oder dass Daniel mal aus Fenster gesprungen ist, auf den Kopf gelandet und einfach jetzt halt dumm im Kopf ist. Das ist okay, das behaupten viele, aber das ist ja Quatsch. Ja, wie dem auch sei. Ich werde euch jetzt halt hier noch einen kleinen Trailer hier zeigen, vom neuen, natürlich. Ne? Genau, jetzt. Peggy 7.
Ja. Da sind wir wieder, Leute. Guten Tag. Jetzt habe ich jetzt gesagt und du hast Scheiß, da sind wir wieder, Leute. Sind wir ja auch wieder, Leute. Was geht? Den Trailer habt ihr jetzt gesehen. Jetzt können wir direkt zum nächsten gehen, oder? Jo. So, was soll man da noch zu sagen? Ja, das ist halt Jump'n'Run, Oldschool, Retro-Geschichte. Habt ihr ja gesehen. Ne? Habt ihr euch angeguckt und das, wie es früher war und wie es heute aussieht, die Überstellung habt ihr auch gesehen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten, oder? Jawohl. Ja. Sag doch mal an, Daniel. Sag du mal an, was das nächste ist. Oh. Daniel. Oh. Saints Row nennt man es. Was für Tag? Hier. Ja, Saints Row 4. Und ich dachte, 4-Punkt wäre einfach nur die Extra, aber nein. Das ist wirklich Saints Row 4. USK ja. Verweigert. Und ja, doch irgendwie ein das Widerspruch. USK Prüfgremium hat der Version die Kennzeichnung verweigert und umfangreich Anpassung auferlegt, sodass es halt geschnitten werden muss für die deutsche Ausgabe. Das heißt, die ganze Gewaltszenen und baller mich kaputt, Blut überall Szenen, die müssen raus, weil wir deutschen Leute ja so viel Schiss davor haben und dann so viel. Ja, beste passiert. Beispiel. Beste Beispiel. Die deutschen Leute, sondern die deutschen USK-Ler. Ja, die USK-Ler. Auf jeden Fall, man sieht in der Schweiz und Medienpädagogen nennt man die auch, glaube ich. Medienpädagogen. Ja, die Pädagogen haben sowieso immer Sache. Auf jeden Fall. In der Schweiz. Keine Ahnung, bevor ich da was Falsches sage. Die Aussage zurück. Es wird auf jeden Fall wieder so sein, dass man sich das Spiel schön auf Englisch oder so im Internet holen kann und sich da einfach ein Deutsch-Patch draufknallt und es dann wieder uncut spielen kann. Nur man kann es sich halt nicht uncut in Deutschland kaufen. Am besten ist ja. Wie gesagt, das Spiel ist Saints Row 4, bleibt wie Saints Row 3, 2 und 1. Immer noch so ein Spiel, wo man die Welt retten muss mit. Ja, Alien-Gedöns, bla bla bla. Laserkanonen und dies und das. Ja, und das ist den Deutschen einfach zu brutal. Ich meine, Aliens haben grünes Blut und das einfach in Deutschland, das geht komplett an der Vorstellung von den Deutschen vorbei. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Nein, das geht nicht. Nein! Ja, keine Ahnung, also ich muss sagen, was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe mir den Trailer angeguckt und die Fotos dazu, die Grafik davon, überzeugt mich auch so überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum, überzeugt mich einfach gar nicht. Ja, ich finde, es schaut halt Sandstorm-mäßig ein bisschen aus. Mal von den Eltern. Nee. Bisschen kacke. Naja, mich stört es jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß nicht, warum das jetzt so brutal sein soll. Ja, keine Ahnung. Wenn das jetzt eh schon ein bisschen wie Cartoon ausschaut, weißt du? Botox-Action. Ja, guck dir die Leute mal an da, das ist echt. Das war echt so. Guck mal, hier ist über Implantate im Arsch. Hallo? Fliesenkitter reinspritzen lassen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht zwei Babyleiter reinspritzen. Deep Silver hat auf jeden Fall Widerspruch gegen eingelegt, dass es halt geschnitten werden soll und prüft das jetzt darauf, ob es überhaupt geschnitten werden kann in dieser umfangreichen Version, wie es die USK haben will. Was heißt USK nochmal? Unterhaltungssoftware. Kontrolle oder sowas. Selbstkontrolle, keine Ahnung. Für Kekse okay, oder sowas. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es halt in der Schweiz und in Österreich ist es auf plus 18 eingestuft. Unterhaltungssoftware, Selbstkontrolle, genau sowas. Unterhaltungssoftware, Selbstkontrolle. Aber ich finde, das sollte noch dann USSK heißen. USSK. USSK. Die USSK marschiert. Ja, obwohl, Kontrolle, das eigentlich könnte es auch USA heißen, also. Aber das war gerade irgendwie fail, weil das egal, wurscht. Das Lied heißt ja eigentlich SA marschiert, aber wurscht. Trailer ab, oder? Wie bitte? Trailer ab. Ab, los, jetzt, hier für euch. Jetzt. Product not yet rated. Crimes against the Sin Empire.
swear your fealty, and I will empower you to be wardens of Simulation 31. Oh my stars, it's the president! Hi, Howard. What the fuck? The place you're in isn't real. You have to break free. This August, the war for humanity rests on the shoulders of the saints. Getting the band back together, and then we're gonna kill Zinyak. That's not a plan, that's a goal. Starring the President of the United States, Pierce Washington, Kinsey Kensington, Shondi, and Shondi. This is getting weird. Asha Odakar, Benjamin Motherfucking King, and introducing Keith David as Keith David. I picked the right running mate. Damn right. You're beautiful. Thanks. Us talking to the robot. Ja, das ist gut. Da sind wir auch schon wieder. Also ihr habt ja schon gesehen, wie brutal das Spiel ist. Unglaublich. Ich will gar nicht mehr leben. Nicht brutal. Ich würde sagen, ja, also auf jeden Fall von DuckTales und Saints Row, den Vorbestellungslink findet ihr in der Videobeschreibung. Stimmt, wir sollen nur sagen, wenn das rauskommt. Das Saints Row kommt raus am 23. August 2013. Also nächsten Monat praktisch. Ja, nächsten Monat ungefähr, ja. 30 Tage noch genau. Wie es jetzt sein wird, wie das jetzt für die Konsolen, ob es für die Konsolen rauskommt und wie es für die Konsolen rauskommt, habe ich keine Ahnung. Nee, wurde auch noch nicht sehr viel bekannt gegeben, da er eben wegen der USK gerade Problem ist, aber wahrscheinlich dann eben für PS3, Xbox 360 und Wii U. Wii U, da wage ich mich jetzt. Ja, auf jeden Fall, ja, und wir haben auch noch ein Spiel, was schon ein bisschen älter ist. Ja, das ist aber ein eher. Ja, ist eigentlich eher schon ein Let's Test eigentlich. Was anderes ist es eigentlich gar nicht, ne? Was ist das? Ein Let's Test, sozusagen. Ja, stimmt eigentlich. Ein Let's guck mal rein. Let's guck mal rein, genau. So ein Let's guck in das Spiel hinein, wie es überhaupt ist. Und let's probier mal aus. Let's probier mal aus, genau. Das haben wir jetzt ohne Daniel gemacht. Was ist das denn? Oh, Junge. Let's daddle mal an. Ja, das ist auf jeden Fall... ja, das ist ja so ein Indie-Horror-Schocker-Slender-Verarsche online. Besser als Slender. Let's schau mal rein, wie es ist. Hm? Und schaut einfach mal rein, wie es ist. Hallo! User, your channel started recording. Hallo? Was kam da? Hallo? Da kam das TeamSpeak-Ding. Hallo! Hallo! Wurscht, egal, wir zocken gerade eine Runde. Ja, wir wollen euch ein neues Spiel vorstellen, jetzt hier ganz in unserer Gruppe, von wegen unserem neuen Format Gamers Impro. Ja. Und zwar, neu, alt, old but gold, das Spiel Survivor Beta. Survivors Beta. Survivors Beta 3. Ja, also die Version Beta 3. Ja, wurscht, egal. Auf jeden Fall ist es wie Slender, nur online. Wir hatten gerade schon mal eine Aufnahme, ist noch nicht so. Trotzdem, ich find's nicht wie Slender, ich find's schlimmer. Ja. Aber du bist ja so eine Pussy. Blender-like online. Halt, man läuft durch den Wald, sucht was und wird gefiegt. Jedenfalls habe ich hier ja nur noch einen Rest von meinem, na, wie heißt es, Frostschutzmittel, das ich hier schon den ganzen Abend sauf. Wir hatten nämlich schon mal eine Aufnahme in Versuch und da hat es nicht geklappt, egal. Ja, egal, jetzt komm rein. Und jedenfalls muss ich noch erwähnen, hinter mir ist der Penis. Hinter dir ist der Penis, okay. Jo, und jetzt probiere ich mal hier Player zu joinen, ja, 2 von 4. Gen YOLO. Super. Okay, da sind wir. Ja. Mal schauen. Das ist wieder schwule Bauarbeiter, ne? Und diese Mausempfindlichkeit, die macht mich verrückt, ne? Ja, das ist krass. Das ist
360 ist überhaupt kein Problem. Ja komm, dann laufen wir wieder hier lang, oder? Wieder hier lang ist gut, ich weiß gar nicht, wo wir lang gelaufen sind. Ich will jetzt auch mal was von diesen 11 Dingern erfinden, ey. Oh, hier ist wieder so eine Brachlandschaft. Baum. Baum. Also ich hasse, also keine Ahnung, wir haben das jetzt kurz angespielt, gerade ein paar Minuten, und ich hasse das Spiel jetzt schon, ey, das ist unglaublich. Meine Fresse, ey. Ey, komm, jetzt müssen wir aber auch mal welche von den Dingern finden, ey. Ja, sollten wir mal tun. Guck mal ein bisschen auf den Boden, ob wir irgendwie solche Schriftdinger finden. Ah, Licht aus, Licht an, meine ich, ja. Oh, meine Nase juckt. In solchen Situationen juckt einem auch immer alles, oder? Mein Knie juckt mir nämlich auch schon wieder. Irgendwie funktioniert bei mir auch D und A, da dreht man sich nur. Mir auch. D und A. Ich weiß auch gar nicht, wie man dieses Papier erkennt. Ey, mach's Licht wieder an. Ey, Arschloch, mach's Licht wieder an. Okay. Komm, wir machen das Licht mal aus. Lass mal das Licht ausmachen, ein bisschen rumlaufen. Ich seh dich aber nicht. Ich seh dich aber noch leicht. Egal, komm, lass weiterlaufen. Meine Fresse. Boah, hier sind ganz viele Bäume. Hier liegt bestimmt was. Lass mir hier durch, geht nicht. Boah. Das Spiel ist wie Autofahren. Rosti, ich hab Angst. Ja, die Letzten sterben zuerst, also. Geh vor. Ja, die Letzten sterben zuerst. Ich bin vorne, also stirbst du zuerst. Ja, deswegen ja, ich wollte dich beruhigen. Weißt du? Ja, toll. Ah, ist das scheiße, jetzt hab ich vergessen, wieder auszumachen. Wurscht, egal. Und Kacke auch. Meine Fresse. Stimmt, wir können ja rennen. Komm, lass mal ein bisschen rennen. Weg hier. Und lass einfach mal irgendwie rumlaufen. Boah! Fuck, Diddledidu, wo bist du? Ich weiß es nicht, ich seh dich. Da. Hier bin ich. Komm zu mir. Hier. Ja, ich bin hinter dir. Ja, okay, ich renne. Meine Fresse. Wo ist der? Ich weiß es nicht, hinter ihm. Lauf einfach geradeaus. Ich wollte ihn jetzt komm jagen. Einfach. Ich jag dir gleich auch mal was, ey. Wir dürfen nicht von dem gefressen werden. Wir dürfen nicht von dem gefressen werden. Vielleicht fresse ich ihn, ja. Denn ich hab den größeren Penis. Oh, meine Fresse, ey. Wer sich das ausgedacht hat, ne? Der hat's echt nicht mehr alle. Ey, ich wette, die gibt dir gar nicht, diese 11 Dinger, ey. Wo liegen die denn? Boah, ist das ein Schocker, ey. Oh! Du Hure, Alter. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ich muss sagen, aber langsam. Ich guck einfach nur auf den Boden. Langsam gewöhne ich mich an den Spaß, die da. Nee, ich gewöhne mich nicht dran. Oh, warte, ich muss mal kurz mein Bein kratzen. Oh. Ich bin vorhin übelst ausgerastet. Ja, das ist aber auch echt eklig, ey. Mal schauen, ob wir noch solche lustigen Spiele finden. Können wir euch die mal zeigen, ein bisschen. Weil wir wollen ja bei Gamers Impro nicht nur irgendwelche neuen Newcomer-Spiele vorstellen, sondern auch ein bisschen was zocken. So ältere Spiele einfach nochmal so einen Schmack anzocken, machen. Ja. Und das ist halt auch Free-to-Play. Wir stellen auf jeden Fall den Link auch noch mit rein, dass man sich das runterladen kann. Wir laden es hoch, das Spiel, und stellen dann den Download-Link rein, weil das ist genau, weil den Link habe ich noch nicht mehr gefunden. Ich werde das jetzt hier nach direkt runterladen. Ich hatte es ja noch. Ja, zum Glück. Alter, jetzt find doch mal hier so ein Glück Arsch, ey. Ja, man kann ja auch mit dem Schraubenschlüssel so ein bisschen rumfuchteln, ne? Guck mal. Kann ich dich damit töten? Nein, das macht er so oder so. Ich dachte, man kann da angreifen. Oh, da hinten ist er links von uns. Oh, genau. Rennst du gerade hinter mir? Ich bin hinter dir. Gut. Ja, nicht mehr aufzurennen. Ich habe ihn nämlich schon gesehen gehabt, den YOLO-Swagger. Den YOLO-Swagger. Motherfucker da. Meine Fresse. Die Motherfucking YOLO-Swagger, ja, Hipster. Ah, YOLO. YOLO. Das ich glaub, ist echt glaub, so YOLO. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so lustig, wenn ich mich mal so ausraste. Aber gut, den habe ich jetzt auch gerade schon gesehen. Aber jetzt mal ehrlich. Hinter dir! Renn! Boah! Boah, der ist immer noch bei mir! Lauf, Schlampe! Wo bist du? Ich bin hinter dir. Boah, was ist das für ein Riesenbaum? Oh, das ist kein Baum. Was ist denn das hier? Das ist eine Bogie-Felsen darstellen. Mach dein Licht an.
Oh. Renn, renn, Alter. Renn. Mein Herz. Oh, mein Herz. Ich hab das gerade gesehen. Wow. Was ist denn mit dir los, Vater? Wo bin ich hier eigentlich? Die nächste links. Ich kann nicht mehr sprinten, nein. Mein fucking Herz, ey. Boah. Ja, der kommt mich gleich holen, weil ich kann nicht mehr sprinten. Das Böse ist, ich kann dir ja auch noch zugucken, ey. Da ist er, das ist rechts von dir, rechts von dir. Ah! Oh, no! Oh, komm her! Okay. Damit ich, weil du hast mir das gerade gesagt, damit ich nicht so erschrecke, ich hatte nämlich Angst, musste ich mich jetzt selbst töten. Das war jetzt ja langweilig, du Arschloch. Ja, wir wollten euch auch einfach nur in dem Rahmen dieses Dingens einfach mal so einen kleinen Einblick. Ja, wir wollten das jetzt nicht unnötig in die Länge strecken. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit dem Frostschutz und unserem Penis. Ich glaube, in dem Gamers Impro Video wird es jetzt gleich direkt hier nach weitergehen. Ja, also, denke ich auch. Würde ich sagen, bis gleich. Ja, bis gleich. Adio. Hau da rein. Tschüss. Ab. Da sind wir auch wieder. Guten Tag. Ja, wie wir auch schon manch ein schlaues Kerlchen von euch gemerkt haben muss, dieses Spiel schon ein bisschen älter. Es ist Survivors und manche von euch kennen es bestimmt auch schon. Ein Indie-Horror-Game, wie der Trollmaster schon gesagt hat, und das Ganze eben Co-Op. Habe ich gerade Co-Op gesagt? Ich meine Co-Op. Gesagert. Auf jeden Fall sehr lustiges Spiel. Also ich habe mich fast eingepisst, sieht man glaube ich auch in der Cam. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass es unsere zweite Version war, wo wir aufgenommen haben. Die erste Version ist leider in die Hose gegangen, da hat irgendwie der Trollmaster seine Aufnahme versammelt von der Cam oder so der Art. Ja, war ein bisschen schwul, aber jetzt. Jedenfalls, War immer noch gut. Fand die erste Aufnahme, um ehrlich zu sein, besser. Ja, das muss ich schon mal sagen. Weil, erstens war das da noch viel gruseliger und als, eigentlich nur deswegen. Es war eigentlich bei der ersten Aufnahme noch viel gruseliger, bei der zweiten Aufnahme, die ihr jetzt gesehen habt, war ich das schon eigentlich schon ein bisschen gewohnt. Wenn das dann siehst du, was ich dazu sage. Ja. So ein mal Spiel, mal durch, so Spiel. Für zwischendurch ist es okay. Auf einer LAN-Party mal zwischendrin reinschieben wird. Auf jeden Fall Daumen hoch kann man sich gönnen für die Seele. Nachts dunklen Zimmer mit irgendwie vier Leuten und kannst du zu viert spielen. Mit vier Leuten nachts richtig schön dunkel. Ja. Macht richtig Bock. Vor allem, wenn man schon so eine Tee hat. Gesundheit. Wenn man schon ein bisschen, okay, ich will jetzt nicht die kleinen Kinder dazu animieren, was zu trinken, aber wenn man als 16- oder 18-Jähriger schon was getrunken hat, das Spiel spielt. Geil, bestimmt. Also ich glaube, wir haben es ja nüchtern gespielt und ich fand es trotzdem gut. Man merkt, also Alkohol ist überhaupt keine, hier, weißt du. Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal gespielt habe, ohne was zu trinken. Ja, so ja, wie du durch die Gegend läufst immer, ist es echt. Wir müssen übrigens sagen, wir haben uns über die Bilder sehr köstlich amüsiert, die bei dir bei Facebook drin sind. Wir können die jetzt mal einblenden. Nein, komm, das lassen wir am besten gleich mal. Aber, das ganze Thema lassen wir auch, denke ich mal, am besten raus. Das ist aber noch Privatsache. Was? Ich werde, glaube ich, nochmal so ein Video machen. Mach sich kaputt lustig über die welche war. Ja, wir hatten noch vorher dieses eine Format, oder ich weiß nicht, ob wir das dann hier in Gamers Impro mit einbauen können, dass wir uns gegenseitig mal alle nachmachen oder verarschen. Weißt du, dass ich mal eben den Daniel imitiere oder halt dich oder den Julian und dann du alle durch die Bank. Warte, okay. Jeden nachmachen. Ja, das müssen wir einfach gucken. Auf jeden Fall, das waren die drei Sachen, die wir vorgestellt haben. DuckTales, also ich werde es auf jeden Fall mal angucken. Saints Row werde ich mir nicht angucken, aber könnt ihr euch angucken. und Survivors, Beta, Version 3. Könnt ihr euch echt mal reinziehen, super Spiel, macht echt lustig, Spaß, macht echt lustig. Das Problem ist, es gab keinen Download-Link mehr. Wir haben es aber nochmal extra für euch hochgeladen. Also falls ihr das Spiel haben wollt, nur bei uns gibt es das nur noch. Ja. Bei uns als Direct Download, Alter. Hier unten in der Beschreibung. Survivors Beta 3. In der Beschreibung Survivors Beta 3. Beta 3. Survivors. Bis zum nächsten Mal. Sieben. Was? Was kannst du nicht sagen hier? Hab ich aber. Das wird, da ist ein Piep dann drin. Piep! Weißt du? Haut raus, Leute, bis zum nächsten Mal.